Hallo und herzlich willkommen. Leider nicht mehr zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3, zumindest nicht mit der Dynastie de Vivar. Ich habe jetzt versucht, mich ein bisschen mit diesem Crash auseinanderzusetzen. Jedes Mal, sobald ich das weiterlaufen lasse, stürzt er instant ab. Das ist aber auch nur bei diesem Spielstand so. Leider nicht, also leider aber nicht bei anderen Spielständen. Deswegen glaube ich, dass der jetzt vermutlich wegen der vorherigen Version, auf der er eigentlich gespielt war, jetzt halt doch kaputt gegangen ist. Ich hatte die Hoffnung, dass das nicht passiert. Manchmal geht das nämlich ganz gut aus. In dem Fall wohl nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nochmal die Zeit habe oder die Gelegenheit habe oder die Lust habe, mich damit zu beschäftigen und vielleicht noch eine Lösung des Problems zu suchen. Das Problem ist halt auch, dass man keinen Fehlercode bekommt. Den Bericht kann man nicht abschicken. Also irgendwie funktioniert halt einfach gar nichts. Und ja, so leid es mir tut, weil ich jetzt gerade auch Graf Lope sehr, sehr mochte und eigentlich eine ziemlich coole Ausgangssituation war, werde ich das Let's Play an dieser Stelle beenden. Aber vermutlich direkt ein neues starten, weil ich habe gerade richtig viel Bock auf Crusader Kings und eigentlich auch auf die Iberische Halbinsel. Das liegt einfach daran, dass da jetzt mit dem neuen Update, und das wollte ich eigentlich mitnehmen, neue Mechaniken hinzugekommen sind. Aber scheinbar hat das jetzt bei dem Spielstand nicht viel geholfen. Das heißt, ich schaue mal an, wie ich weitermache, wo ich weitermache, was ich jetzt mache. Auf jeden Fall kommt noch mal was. Das ziehe ich dann vielleicht auch ein bisschen anders auf. Ich weiß noch nicht. Aber ja, jetzt ist erstmal sehr schade. Tut mir leid, dass ich jetzt auch einfach nur an dieser Stelle aufhören muss, kann. Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, das richtig schön zu machen. Deswegen bin ich jetzt einfach nur mitten im Bild. Aber wenigstens seht ihr noch Graf Lope. Und ja, er war gut. Er hatte, glaube ich, noch viel geleistet und viel erreicht in seinem Leben. Wer mag, kann diese Geschichte ja in seinem Kopf weiterspinnen. Vielleicht auch aufschreiben. Wäre doch ganz witzig im Prinzip. Ja. Aber trotzdem an alle, die zugeschaut haben, vielen Dank. Ich hoffe, bei einem anderen Let's Play-Projekt seid ihr dann wieder mit dabei und dass das irgendwie auch spaßig wird. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.